Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wir machen mal einen Ausflug zu den Wald der Tapferkeit und dann geben wir ein paar Waschbären, ein paar Bären, weil Donald die komplett verschreckt hat, weil Donald mal wieder so einen kleinen Attack hat. Okay, da vorne ist er, ne? Geh mal so weit. Der sitzt. Müssen leise sein. Okay, müssen uns ganz langsam annähern. Ich komme mir gerade nur leicht dämlich vor. Annähern. Ich habe gehört, du magst Bären. Scheint er zu mögen. Füttere Waschbären. Das müssen wir mal schauen, wo sein Kassenschlüssel vergraben liegt. Okay, da hinten ist was vergraben. Ist auch in der Nähe vom Fluss. Aber es ist eine Traubenscherbe. Ja, die Paprika müssten wir mal ernten. Aber ich möchte gerne eine Ernte dabei haben, einfach weil die halt so einen hohen Bonus bringen. Und Paprika bringt schon ein bisschen mehr. Und dann mit dem Erlös von der Paprika möchte ich dann den Laden upgraden und was Härteres dann hinstellen. Okra, geht er hier nicht? Ich glaube, Raps war auch nicht so krass. Das andere muss es also gewesen sein. Ein bisschen Smaragde sammeln. So. Ist denn das vergraben? Haben die das denn vergraben? Für der Haustür von der Elsa? So, füttere den Waschbären. Ach, ich muss noch einen füttern, ernsthaft. Ich bin so ein unsozialer Mensch. Ich möchte das nicht. Aber ich möchte das hier abbauen, weil da ist Eisen drin und ich irgendwie für alles jetzt Eisen brauche. So. Ein Aquamarin und ein bisschen Eisen wenigstens. So. Wo stecken denn die kleinen Tierchen? Kleinen süßen Tierchen, ne? So, bisschen Geld. Oh, Dagobert hat Stufe 8 erreicht. Das wollte ich haben. Jetzt kann er dann die nächste Mission freischalten und wir können dann gleich jemanden mitnehmen für andere Dinge. So. Muss da irgendwie so ein Waschbärchen rumhoppeln. Kommt. Irgendwo ist doch das so ein kleiner Waschbär. Ich will die Paprika ernten. Oh. Annähern. Kriegst du mal Blaubeeren von mir? Okay, findest du auch super? Okay, Dagobert kriegt den Schlüssel. Geben. So, und was sagst du? Oh, mein lieber Scholli. Leila, du hast meinen Kassenschlüssel gefunden. Vielen Dank. Ich weiß, dass du immer auf dich zählen kannst, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die anderen verursacht haben. Ich hoffe, dass mein Neffe seine Lektion diesmal gelernt hat. Kehre zu Mirabelle zurück. Gerne doch. Muss ich mir irgendeinen Ernter suchen, der mit mir die Paprika erntet. Wo ist sie noch? Wo steckt denn die Mirabelle? Am Arsch der Welt da unten hängt es wieder rum. Die Frau.
So. Level up. Glückwunsch. So. Wo steckt sie? Ah, da vorne am Steg steht sie. Was ist da im Wasser? Ach, das ist eine Schildkröte. Ah, willst du gerade abhauen? Wie ist es mit dem Herrn Duck gelaufen? Er ist immer noch wütend. Er war froh, seinen Kassenschlüssel zurückzubekommen. Allerdings schien er immer noch ein bisschen wütend auf Donald zu sein. Ich wünsche nur, sie könnten wieder miteinander auskommen wie früher. Sicher, sie haben sich gelegentlich gestritten, aber nicht so wie jetzt. Ich habe so viele Familienfotos von ihnen aus der Zeit, dem vergessen. Moment. Fotos, das ist es. Ich suche ein glückliches Foto von ihnen in mein Album, mache einen Rahmen und wenn sie dann vielleicht zu einem netten Abendessen zusammenbringen und war auch nicht so schnell. Wie wäre es, wenn du das Foto findest und ich mache das Essen und den Rahmen? Ich möchte auch bei der Lösung helfen. Das ist sehr großartig. Du kannst ja sagen, je mehr, desto besser. Vielleicht könnte der Rahmen etwas als Thema haben, das die beiden lieben. Nun, Donald lebt auf einem Boot und Dagobert Duck ist bekannt für seine Abenteuer. Was vielleicht ein Muschelrahmen? Ich sollte für die Herstellung Glas, Weichholz, Muscheln und Jakobsmuscheln kombinieren. Das könnte klappen, Leila. Für das Essen sollten wir etwas nehmen, das sie gemeinsam essen können. Roten Obstkuchen. Hier, ich habe gerade ein Rezeptbuch von den Remy geliehen habe und darüber gelesen. Okay. Ja, die Mirabelle wieder, was sie so für Vorstellungen hat. Roter Obstkuchen. Braucht die zufällig ein bisschen Freundschaft, die Mirabelle, für ihre. Ich nicht, wir hatten so. Penelope müssen wir eigentlich mitnehmen. Wo ist na? Ist sie nur essen? Gut, dann kommt die jetzt mit. Dann machen wir schnell die Sachen für Mirabelle. Und dann läuft es. Ich müsste eigentlich den ganzen Laden hier auch mal upgraden. Hey, na, sieh on. Ja, komm, lass uns zusammen abhängen. So, Dagobert, du bist ja, glaube ich, glücklich genug. Das heißt, ich kann auch mal ein bisschen Zeit mit anderen verbringen. So, da ist ein Eichhörnchen. Ich habe ein bisschen was gefunden. Wenn ich das alles anpflanzen könnte, wäre cool, dass. Dann kriegen wir da noch ein bisschen was raus. Noch einmal, da macht was auf. Nein, ich möchte da keine Bananen reintun. Baumscherben kommen da wieder rein. So, da nochmal aufräumen. Glas braucht die. So. Brauchen jetzt insgesamt ein bisschen mehr. So. 8 waren das. 2. Okay, ich glaube, ich darf Sand suchen. Und Eisen. Nee, da ist nichts. Ja, ich darf wirklich Sand suchen. Okay. Benutzen. Roter Obstkuchen. So. Gut, dann ernten wir jetzt aber erstmal mit Vanellope. Und dann können wir uns immer noch nach der Suche nach Glas begeben. Das wäre jetzt perfekt gewesen, hätten wir da Dagobert dabei. Dann müssen wir jetzt Unmengen an Sand ausbuddeln. Okay, da ist Christoph. Habe ich mit dir heute schon geredet? Okay, ich kann dir nicht schenken. So, Vanellope ist dabei. Dann können wir jetzt ernten. So. Oh, da gibt es nur eine Paprika pro Ding. Das ist zwar auch verdammt wenig. Ich glaube nicht, dass das sehr ertragreich ist, wenn ich das mir anschaue. Okay. Okay, komm, zupf schneller.
Okay, ich glaube, dadurch, dass sie das immer verdoppelt, läuft es ganz gut. Und vor allem, dass so viel Golden war. Bisher schon in zwei Reihen hatten wir jetzt, also in einer Reihe hatten wir schon die goldene. Okay, da kommt ganz viel Erfahrung auf uns zu. Und nochmal was verdoppelt. Und ganz viel verdoppelt. Okay, die ist gleich 4. Ist schon mal nicht schlecht. Ah, wo ist das andere? Okay. Okay. Ich finde es immer besser, wenn man drücken muss, nur. Das sind immer irgendwie die besseren. So, die ist echt gleich 4. Hier fehlen immer. So. Stufe 4. Mein Ernteprofi, du. Okay. Dann können wir eigentlich wieder anpflanzen. So, was haben wir hier? Okay, irgendwas mit Süßigkeiten, ne? Von Ralf reicht's. Also wahrscheinlich von ihren Dingen. So, dann gehen wir mal kurz das upgraden. Einen schönen Tag noch. Ja, das geht ja noch. Aber das ist ja erst die vorletzte Stufe. Okay, Raps, das ist, glaube ich, nicht so ertragreich. Das war, glaube ich, das andere. Seine Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Oh, 7500. Zwiebeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da so ertragreich war. Ich glaube, es waren die Zwiebeln. Aber es kann eben auch das andere Ding gewesen sein. Okay. Die kann ich mal verkaufen. Die hebe ich mal auf. 4000, ja, das ist nicht so viel. Machen wir einfach mal Zwiebeln. 72 sind es ja. Wir können uns das nicht leisten, glaube ich. Boah. Das ist schon teuer. Gut, dann pflanzen wir es mal an. Aber ich glaube nicht, dass es Zwiebeln waren, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das war was anderes. Aber ich weiß, ich glaube nicht, dass es dieser Reis war. So, wir umgehen ihn einfach mal ein bisschen. So, unsere Energie wird nicht reichen. Also Paprika, das ist nur eins und bringt 33 pro Stück. Dann haben wir Zwiebeln. Das bringt 170 pro Stück, braucht aber auch über eine Stunde. Bringt aber auch nur eins, also auch nur 170. Ich habe keinen lukrativen Ertrag. Und dann das andere sind noch die Rapssamen. Die bringen 109 pro Stück und man muss nur eins anpflanzen. Also ist Raps tatsächlich hier am ertragreichsten. Und wenn man halt längere Zeit weg ist als Zwiebel, und das ist ja mein Plan, weil ich ja jetzt dann langsam mal aufhören möchte mit Stream nach fast 5 Stunden. Über 5 Stunden. Okay, ich brauche was zu essen. Ich sehe schon. Hat jemand Hunger? Seine Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Ja, schön, Dagobert. Ich finde es schön, dass du dich auf meinem Feld so breit machst. So, Wally fährt jetzt ein bisschen durch die Gegend. Okay, dann gießen wir noch eine Runde. Okay, die ist jetzt seit Anfang 4. So. Ja, ich esse nochmal schnell einen Apfel.
Okay, dann hole ich jetzt noch ein bisschen Eisen. Ich weiß, ich habe sie dabei, das ist nicht so vorteilhaft. Aber ich brauche nur noch ein Eisen, dann hätte ich das eine fürs Boot komplett und dann muss ich halt irgendwo mal was aufgraben. Ja gut, dann graben wir mal unten ein bisschen rum. Ja, dann machen wir noch eine Folge. Okay, machen wir an dieser Stelle einen Cut und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Disney Dreamlight Valley. Bis dann, bye!